Das Ziel des heutigen Coachings ist es, den Mädels die Songs näher zu bringen, dass sie sich wirklich damit auseinandersetzen. Ich würde gern, dass ihr dann wirklich gleich tief in euch hineinhört und überlegt, was verbindet ihr selbst damit? Woran denkt ihr, wenn ihr diesen Song hört? Das heißt, wir werden jetzt viel mit dem Text arbeiten, viel mit der Melodie, viel mit dem Song und überlegt, was verbindet ihr selbst damit? Der deutsche Song von Sarah Connor, Wie schön du bist, der ist einfach so ein richtig emotionaler Song. Man muss sich halt einfach einlassen auf den Text und auf die Melodie, einfach auf das Gefühl. Ich möchte gern, dass ihr euch in dem Raum verteilt, wo ihr möchtet. Ihr könnt euch hinlegen, ihr könnt euch hinsetzen und ich möchte, dass ihr die Augen zumacht. Und ich würde gern den Song anmachen. Und ich möchte, dass ihr einfach nochmal nur den Text verinnerlicht und versucht dabei, aber an eure Story zu denken. Der Applaus ist längst vorbei und dein Herz schwer wie Blei. Jeder redet auf dich ein, trotzdem bist du so allein. Ich finde, der Song sagt aus, nein, lass dir von niemandem etwas sagen. Dass du selbst sein sollst, dich trauen sollst, du selbst zu sein und dich nicht schämen sollst für das, was du bist. Doch wenn du lachst, kann ich es sehen. Ich sehe dich mit all deinen Farben und deinen Narben hinter den Mauern. Das, was ich mit dem Song verbunden habe, was Familiäres und Persönliches, von meiner letzten Beziehung halt noch. Was mich auch schon ein Weilchen irgendwie beschäftigt und ziemlich vergraben war. Und ich hatte doch in der Schule auch mal so eine Zeit, wo ich so eher so außenseitermäßig war. Und ich bin jetzt eben gerade in der Phase, das auch ein bisschen zu verarbeiten. Mir bedeutet es super viel, dass ich sehe, dass die Mädels offen dafür sind, so mit mir zu arbeiten, so verletzlich vor mir zu sein und den Mut haben, diese Gefühle, die sie empfinden, rauszulassen, obwohl sie mich kaum kennen. Bei dem Song konnte man alles einfach loslassen. Diese ganze Anspannung von letzter Woche, man hat es alles komplett einfach gehen lassen. Und man konnte es auch nicht unterdrücken. Echt niemand hätte es, glaube ich, unterdrücken können. Den Coaches ist wichtig, dass sich die Kandidatinnen mit den Songs auseinandersetzen und Gefühle zeigen. Gabby, Nadja, Selina und Sabrina haben sich darauf eingelassen.